Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen GTA 5 Online Video. In diesem Video gibt es etwas zu sammeln, aber bevor wir das machen, gibt es etwas auch Neues mit dem Sommer-Update. Und zwar Random Events für einen Edgar Carlos. Ich bin einfach unten vorbeigefahren in GTA und habe einen blauen Punkt auf der Karte gesehen. Bin dahin gefahren, war ein Fahrzeug, ich habe mir das Fahrzeug besorgt für Edgar Carlos und der hat mir dann eine SMS geschrieben, scheint, als hättest du mein Zeugs in den Händen bekommen, bring es zurück, dann sind wir quitt, vielleicht lege ich noch ein Dankeschön oben drauf. Ich habe dann 10.000 Dollar bekommen, also achtet drauf auf die blauen Punkte in GTA 5 Online und jetzt zum Thema Sammeln. Der ein oder andere von euch kennt noch Solomon aus der GTA 5 Story, der ist ja so ein Filmemacher, der mit Michael was zu tun hatte. Auf jeden Fall schreibt der uns eine SMS, dass wir mal vorbeikommen sollen, dass was passiert ist. Seine Filmrequisiten, seine Sammlerstücke wurden geklaut und die müssen wir halt für ihn sammeln. Insgesamt, Leute, gibt es 10 Sammelstücke, also 10 Objekte. Die ersten 7 sind einfach, die sind immer auch an der gleichen Stelle, eigentlich ist alles an der gleichen Stelle, aber die kann man sich sofort holen. Ganz wichtig, ihr müsst die Objekte nicht sofort zu Solomon zurückbringen, das steht da zwar, aber du kannst halt alle Objekte auf einmal sammeln und dann erst zurückgehen. Und ja, wir fangen einfach an mit dem ersten Objekt. Objekt 1 ist sofort in der Nähe, also ihr braucht da nicht viel zu laufen, ist dann links. Sofort, wenn ihr rauskommt aus Solomon sein Zimmer, könnt das dann sofort einsammeln und das könnt ihr von mir auch sofort zurückgeben. Ihr bekommt insgesamt zum Schluss, wenn ihr alles fertig habt, 150.000 Dollar und eine besondere Belohnung, die ich nochmal zum Schluss zeigen werde. Außerdem zum Thema Sammelobjekte, meine Damen und Herren. Ich habe so einige Videos gemacht zu Sammelobjekte. Störsender, Navy Revolver, Actionfiguren. Tue ich euch eventuell eine Playlist hinzu, dass ihr das auch eventuell noch holen könnt. Die ersten Objekte sind ganz einfach. Nehmt irgendwas zum Fliegen für später. Das ist wichtig für die Anfänger unter euch. Ruft Lester an, er kann euch halt einen Hubschrauber in der Nähe finden und so weiter. Auf jeden Fall für die ersten Dinger ist es nicht so notwendig. Hier im TT Club könnt ihr auch nochmal hingehen. Dort gibt es auch ein Objekt. Entweder nehmt ihr eine Frau mit zum Tanzen und läuft da rein oder ihr zieht etwas, macht Bumm, alle rennen raus und ihr könnt dann halt überall in jeden Bereich rein und dann rennt ihr einfach ganz nach hinten in ein Büro rein und im Büro findet ihr Objekt Nummer 2, welches ihr aufsammeln müsst bzw. könnt und das ist dann auch ziemlich einfach. Oh, da seid ihr, ja, wir waren im Casino, denn im Casino gibt es auch nochmal ein Sammelobjekt versteckt. Ihr müsst euch rechts orientieren, auf der rechten Seite im Pipi-Klo-Haus gibt es bei den Restrooms auch nochmal ein Objekt. Da müsst ihr einfach hinten durchlaufen, ihr werdet schon sofort sehen, der Indianer war dort und hat seine Kopfbedeckung vergessen. Das ist Objekt Nummer 3 und jetzt heißt es halt Flugzeug, Jet, was auch immer holen. Denn jetzt fängt die Reise ein bisschen an, ist immer noch gleich einfach, aber let's go. Bei der nächsten Stelle empfehle ich euch, wenn ihr keinen Hangar in der Militärbasis habt, dass ihr Lester anruft. Denn die nächste Stelle ist halt die Militärbasis, die wir besuchen werden und dort halt das nächste Sammelobjekt holen werden. Lester anrufen, Kopf schauen weg, habt da keine Probleme. Ihr könnt es natürlich auch ohne probieren. Ich habe es jetzt fürs Video einfach so gemacht, stressfrei, sofort dahin. Und ja, ihr kennt ja alle den Turm, wo man rein kann. Sofort im Eingang, wenn ihr durchgeht, ist auch dort in der Militärbasis ein Sammelobjekt versteckt. Ziemlich einfach, ziemlich sichtbar. Die Sammelobjekte generell kann man ziemlich gut finden. Ich finde das schön, dass wieder was dazugekommen ist in GTA. Einfach da reingehen, nichts machen. Am besten fliegen, aber ihr könnt auch reinfahren, wenn ihr unbedingt fahren wollt, wisst ihr, halt durch die Tore geht's auch. Und dann habt ihr euer nächstes Sammelobjekt abgeschlossen in der Militärbasis. Da Rockstar Games auf Alien steht, könnt ihr auch wieder Alien euch halt, ja, Alien-Requisite zurückholen im Bereich, wo halt diese Alien-Freaks sind. Und hier sieht man auch schön im Video, wie gut man das erkennt und wie das blinkt. Also ihr werdet das auf gar keinen Fall verfehlen. Bei der Karte kann ich nur sagen, drückt immer auf Pause, wenn das zu schnell für euch war, dann erkennt ihr das, macht Screenshots, ich weiß es nicht. Aber generell, wenn man GTA gespielt hat, dann weiß man, wo die Sammelobjekte sind. Es sind einfache Stellen, es sind wirklich einfache Stellen. Ich würde es immer ein bisschen schöner finden, wenn es vielleicht mehr und herausfordernder wäre, aber warum nicht, es ist eine Sammelschatzsuche und geht auch sehr einfach voran. Okay, die Stelle hier ist ein bisschen random, muss ich zugeben, es gibt da ein paar Orientierungspunkte an der Karte, woran ihr euch orientieren könnt, damit ihr die Stelle findet. Und die ist auch ziemlich nah dran, eigentlich von der Alien Space, ist sozusagen gegenüber vom Flughafen, wenn man geradeaus weiterfahren würde oder fliegen würde. Dort könnt ihr auch hingehen, das Objekt einsammeln
Und dann habt ihr so ein mumienartiges Ding. Und müsst nur noch Objekt Nummer 7 einsammeln, weil danach wird es ein bisschen... Ja, da musst du geduldiger sein, sagen wir mal so. Als nächstes müssen wir rüberhüpfen zum Nakedai Camp, wo die Kannibalen sind. Die Stelle sollte eigentlich auch jedem bekannt sein, der mit Trevor immer wieder ein paar Wanderer freundlicherweise bei den Kannibalen abgegeben hat. Das ist da ganz einfach irgendwo auf einer Statue. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das sieht auf jeden Fall creepy aus. Ein Mensch, der ein Hund ist, oder ein Hund, der in einem Menschen ist, oder eine Menschenmaske trägt. Ich weiß es nicht. Aber jetzt, meine Damen und Herren, ist Zuhören angesagt und geduldig sein sowieso. Weil jetzt wird's halt ein bisschen tricky, muss ich wirklich sagen, an dieser Stelle. Warum wird es tricky? Nun, es wird tricky aus folgendem Grund. Es sind drei Stellen, die Stellen sind auch immer gleich, aber es ist wirklich willkürlich und random. Das Sammeln könnt ihr ruhig in einer leeren Lobby machen, es ist egal in was für einer Lobby, in allen Lobbys könnt ihr halt sammeln. Warum wird es jetzt tricky? Es gibt drei Orte, die letzten drei Orte. Die letzten drei Orte haben alle halt ein Fahrzeug mit Sammlerstücken da hinten drin. Aber die spawnen nicht die ganze Zeit. Die spawnen so random, das ist unfassbar. Zum Beispiel habe ich gerade über 45 Minuten nach einem Ort gesucht und da kam einfach nichts. Ich habe immer wieder den Trick gemacht, dass ich die Lobby verlassen habe. Deswegen braucht ihr jetzt bei den letzten drei ein bisschen Geduld. Wie gesagt, es ist ziemlich random. Achtet immer auf die Karte. Ihr müsst in der Nähe sein von den Orten, die ich euch zeigen werde, damit ihr halt auch dort einen blauen Punkt seht. Blauer Punkt bedeutet dann, hier ist was zu holen. Und wir fangen an mit dem ersten Punkt. Ich persönlich glaube, dass Rockstar Games sich gedacht hat, okay, das soll man nicht an einem Tag schaffen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Auf jeden Fall, der erste Punkt ist hier am Versteck, die Textilfabrik von Lester. Dort, wie gesagt, random, nicht zu 100% garantiert, in jeder Lobby gibt es dann halt ersten Truck. Normalerweise sind Gegner da, aber irgendein Online-Spieler, als ich die Aufnahme gestartet habe, hat sich schon um die Leute gekümmert und hat den Truck nicht genommen, weil er den, glaube ich, nicht gesehen hat. Auf jeden Fall haben wir dann halt die Meldung bekommen, dass wir das halt zu Solomon rüberfahren sollen. Und hier ist auch ganz wichtig, wenn ihr das Auto habt, Leute, weil das habe ich einmal gemacht. Ich habe zwei Situationen gehabt. Wenn ihr das Fahrzeug habt und da unten steht nichts, fahrt den trotzdem zur Garage wie in diesem Video, weil das zählt trotzdem als abgegeben. Aus einem unbekannten Grund, ich weiß nicht woran es liegt, Baxter Games hat wieder zugeschlagen, kann man an der Stelle sagen, ist es so, dass manchmal dieser Text nicht aufploppt und deswegen habe ich das Fahrzeug aufgegeben. Ich wurde von jemandem verfolgt beim ersten Mal, ich habe das Fahrzeug aufgegeben, weil ich mir dachte, okay, das muss wohl ein Fail sein, so viel Aufwand für nichts und wieder nichts, aber nein, es ist machbar, also ihr gebt das Ding bei Solomon einfach stinknormal ab. So läuft das. Es ist Zeit für Keflam, weil der nächste Ort ist halt bei diesen, wie heißen die nochmal? Boah, mir fällt der Name nicht ein. Ihr wisst auf jeden Fall, wo das ist auf der Karte. Ihr könnt es von mir aus in den Kommentaren schreiben. Ihr könnt mit dem Falten oder so wie ich die schnelle Methode einfach eingehen und einfach verschwinden. Einfach weg. Die Leute in der Online-Lobby, wenn ihr in der Online-Lobby seid, weil die ganze Zeit wie ich halt die Lobby startet, um diesen Random-Event zu kriegen, dann ist das so, dass ihr vielleicht ein bisschen aufpassen müsst. Stellt euch unsichtbar, die Gegner sehen nicht, dass ihr eine Ware habt oder irgendwas liefert, aber trotzdem gibt es ja Leute, die dich random angreifen. Deswegen einfach, und ihr seht jetzt gerade, dass ich mir unsicher bin, weil ich halt nicht diese Meldung habe. Einfach trotzdem zum Filmset rüberfahren, merkt euch einfach gegenüber vom Pier, also wo halt die Achterbahn und sowas steht, kann man hin fahren und dann seid ihr auch da dort. Ihr habt zwar keine Markierung oder so, aber ihr müsst halt genau zu dieser Garage hinfahren, wo man zuvor schon hingefahren ist und trotzdem zählt dann diese Mission als erledigt. Ich empfehle euch wirklich sehr viel Geduld. Ich habe wirklich stundenlang gebraucht. Das ist jetzt ungelogen. Das Video geht was weiß ich wie lang. Auf jeden Fall habe ich stundenlang aufgenommen, stundenlang gebraucht, um alle drei Fahrzeuge zu zeigen, weil das ist sehr random. Und ich übertreibe nicht, deswegen sage ich nochmal, ihr müsst geduldig sein. Lasst den Hate nicht an meinen Videos raus, Leute. So wie beim letzten Video wegen dem Update, weil es schlecht war, hatte das Video mehr Dislikes als sonst. Ich bringe keine Updates raus, ich zeige euch nur, was Updates halt am Start haben. Also wie gesagt, einfach in die Garage nochmal rein. Ist das auch abgegeben? Okay Leute, ich habe ganz im Norden die letzte Stelle gefunden und zwar muss einfach immer in der Region in der Nähe sein, dann siehst du das. Aber es gibt nicht drei mögliche Orte, es gibt mehrere Orte. Also ganz wichtig, es gibt random Orte, also da fährt der Van herum, der parkt nicht. Und dann gibt es noch zwei Orte, wo der Van halt parken könnte, die zeige ich euch gleich noch in der Karte. Oder die blende ich jetzt einfach ein. Und dann, wenn ihr halt den Van habt, einfach unsichtbar gehen. Weil dann, soviel ich weiß, sieht den keiner. Weil ich bin an einigen Leuten vorbeigefahren, die haben nichts gemacht. Les angerufen, eine Minute unsichtbar, dann Geisterorganisation.
Einfach nur, damit ich wirklich das Ding abgeben kann. Zum Schluss bekommst du halt 50.000 Dollar. Davor hast du nochmal halt pro Ware 10.000 Dollar bekommen. Bekommst du also insgesamt 150.000 Dollar. Es kann wirklich sehr lange dauern. Aber wirklich sehr lange. Ihr müsst geduldig sein, wenn ihr es nicht findet. Wie schon gesagt, es ist nicht was für einen Tag, glaube ich, was Rockstar Games gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt oder gedacht habe, ist auch egal. Auf jeden Fall, wenn du ganz zum Schluss das abgibst, dann kannst du noch einmal zum letzten Mal offiziell bei Solomon rein. Dort gibt es eine Kiste, die auf dich wartet. Geh zur Kiste, öffne diese Kiste und tada. Du siehst aus wie ein Alien aus der GTA 5 Story. Also die hat man dort ja das erste Mal gesehen, die Aliens. Gesehen, die Aliens im Eis zum Beispiel. Viel Spaß mit dem Outfit, viel Spaß beim Suchen. Es kann wirklich nerven. Einige sagen, dass es pro Lobby nur einmal halt so ein Event gibt. Macht Solo. Ich habe es auch Solo gemacht, die ersten Dinger. Aber dann, ja, von Lobby zu Lobby gewechselt. Keep Tamagai, macht's gut und tschüss. Alles hat ein Ende, nur die Sujuka 2. Das ist der Teil, wo du wegklicken kannst. Aber bevor du das machst, mach erstmal einen Hörtest und aktiviere die Glocke. Verpasst keine Videos und guck nach, ob du das Video schon bewertet hast, weil das hilft dem Kanal aus. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und du kannst jetzt wegklicken. Hör mal, hast du Tomaten in Ordnung? Du kannst wegklicken. Ja, okay, dann mache ich das. Tschüss, keep Tamagai.